saßen, hatten keine Ahnung, wohin die Reise ging. Darum waren sie am Ende die Besiegten. Die Börse funktionierte nicht mehr nach den traditionellen Regeln. In diesen Wochen, Mr. Whitney, da waren die richtigen Börsianer, die Kenner, die Rechner mit den ewig klaren Köpfen längst ausgestiegen. Die wussten, dass diese Reise in den Abgrund führen musste und auf diesen Moment warteten sie. Ich verwahre mich gegen die Unterstellung, dass wir die Börse aus egoistischen Motiven offen gehalten hätten, um am Zusammenbruch des Marktes zu profitieren. Wir haben genauso viel verloren wie jeder andere auch, keinen Cent weniger. Unsere Wirtschafts- und Finanzgrößen, Arm in Arm mit den Politikern, das waren die Wohlstandsapostel. Und die predigten ihre Lehre vom Reichtum ohne Ende, von morgens bis abends, bis wir sie glaubten. Ja, ich widerspreche Ihnen nicht, Senator Brown. Mit dem, was man allgemein unter Geldanlegen versteht, hat das doch nichts mehr zu tun. Nein, das ist Spekulation. Sie sind sehr höflich. Ich nenne das Spielen. Börsenroulette, wenn Sie wollen. Wie beurteilen Sie unsere Lage? Jetzt, ein halbes Jahr nach dem Schwarzen Freitag. Optimistisch. Durchaus optimistisch. Der Fußgängerverkehr in Wall Street ist schwer behindert. Alle Augenblicke stürzt sich so ein Optimist aus dem Fenster. Sehr witzig. Dann kann ich aussteigen und groß kassieren. Neuerdings steht auf der Verbreitung falscher Gerüchte an der Börse 2 bis 5 Jahre Gefängnis. Auf dem Papier, mein Lieber, genau wie der Kurswert der Aktien. Tu doch nicht so naiv.